Ja, schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte heute Ihnen berichten über eine ganz grundlegende Kritik der bisherigen Forschung im Interventionsbereich für Menschen mit Demenz. Das ist ein bisschen herausfordernd und vielleicht eher was für Forschende oder auch für Pflegende, die sich für Forschung interessieren. Aber ich fand das doch sehr, sehr spannend und möchte Ihnen das ein bisschen zu Gehör bringen. Also Ausgang dieser Kritik an der bisherigen Interventionsforschung ist, dass die bisherigen Programme und Interventionen, die man sich so überlegt hat, eigentlich nicht so wirklich großartig wirken. Also sowohl die pharmakologischen wie die nicht pharmakologischen Möglichkeiten, die bringen oft nicht so richtig einen durchschlagenden Erfolg. Und die Autoren dieser Forschungskritik, die überlegen, warum das wohl so ist. Und sie machen so folgende Storyline, entwickeln sie. Das geht also so, dass man erst einmal das Verhalten oder die Befindlichkeit von Menschen mit Demenz, in welchem Milieu die auch sind, als unmanageable, also als nicht erträglich, als nicht zu bewältigen darstellt. Und dann schaut man, woran kann das liegen? Das kann also entweder an der Person mit Demenz liegen oder auch an den Angehörigen liegen. Und dann sucht man Faktoren, die entweder mit dem einen oder mit dem anderen zusammenhängen, die dieses Gefühl des nicht mehr zu bewältigen eigentlich erzeugen. Und um das zu tun, muss man, sag mal, die Person mit Demenz und oder auch die Person des Angehörigen in Messwerte transformieren. Also man muss das messen und man schaut man sich Kognition, Verhalten oder Abhängigkeiten in den Aktivitäten des täglichen Lebens bei der Person mit Demenz an. Oder man schaut sich eben Belastungserleben, Persönlichkeit oder Coping-Strategien der Angehörigen an. Das heißt also, die jeweiligen Personen werden quasi, wenn man will, in Messwerte verwandelt. Und über diese Messwerte glaubt man jetzt an verantwortliche oder an verlässliche Daten zu kommen, um eine Wenn-Dann-Beziehung aufzubauen. Also immer Wenn-Dann, wenn die Person mit Demenz folgende Merkmale aufweist, wenn die Person des Angehörigen folgende Merkmale aufweist, dann kommt es zu folgenden Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen, drittens, kann man dann durch bestimmte Interventionen verändern. Also das ist so die Idee, eine Art Algorithmus zu entwickeln, der im Grunde genommen, ich sag mal, schwieriges Verhalten oder eskalierende Situationen mit schwierigem Verhalten vorhersehbar macht. Und das ist eigentlich auch die methodische Grundlage des NDB-Modells, also des Need-Driven Compromise Behavior Modells, wo man versucht, ich sag mal, sowohl die Person des Demenzkranken wie auch die Person des Angehörigen oder auch der Pflegekräfte so in Messwerte zu verwandeln, dass man die Phänomene vorhersehbar machen kann. So, das ist also so die Ausgangslage. Dieses Konstrukt hängt an einer bestimmten Idee, nämlich an der Idee, dass man von den Personen und den Angehörigen abstrahieren kann auf Krankheitseinheiten. Also ich habe jetzt nicht mehr eine Person, sondern ich habe Krankheitseinheiten. Und diese Krankheitseinheiten bestehen aus spezifischen Pathologien und bestimmten Symptomen. So. Und wenn ich einmal diese Größen habe, also diese Entitäten, dann versuche ich, sie zu beeinflussen. Das heißt also, ich gucke mir an, nicht wie kann ich diesen konkreten Menschen behandeln, sondern dieser Mensch ist Teil einer Klasse mit einer bestimmten Symptomatik und einer bestimmten Problematik und da können jetzt folgende Interventionen wirken und die führen auch dann zu erkennbaren Ergebnissen. Man hat dann eine, klinisch beherrschbare Situation geschaffen, nämlich die Person hat dann eine spezifische Pathologie, sie ist also Träger einer Erkrankung, also ein höchst heterogenes Feld, ist damit ein Stück weit homogenisiert worden. Die Personen haben das Problem und das Problem ist durch Messwerte so und so darstellbar und wenn das sozusagen dieses
Problemfeld ist, dann kommt eben diese und jene Intervention. Und das Problem ist nur, dass das dann so nicht wirklich funktioniert. Das heißt also, die weiterhin bestehende Heterogenität meldet sich dadurch zurück, dass diese Standardinterventionen höchst unterschiedliche oder auch gar keine Effekte aufweisen. Ein Forscher hat das mal so zusammengefasst: Einige Interventionen werden für einige Patienten mit einigen Problemen manchmal wirksam sein und manchmal nicht. Also verstehen Sie, heterogener kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und man versucht dann jetzt, und das ist ja immer so, wenn man solche Annahmen hat, mit Hilfshypothesen weiterzuarbeiten. Das heißt also, ja, man muss dann diese Intervention dem Einzelnen anpassen. Und da kommen jetzt so alle möglichen Hilfshypothesen zum Einsatz. Also vielleicht muss die Forschung länger sein, komplexer sein, multizentrisch sein, Komorbiditäten berücksichtigen. Ja, und das heißt also, ich erhöhe die Anzahl der Variablen. Ich habe also nicht nur den Alzheimer, sondern ich habe jetzt noch, wenn der noch depressiv ist und wenn der ein bestimmtes Alter hat und wenn er männlich und weiblich ist und wenn er im Heim lebt und. Das heißt also, ich höre die Anzahl der Variablen und glaube, dass wenn ich diese Variablen bestimmen kann, ich dann dennoch wiederum an die alte Wenn-Dann-Beziehung komme, nämlich wenn ich all diese Variablen berücksichtige, dann kann ich im Grunde genommen wiederum vorhersagen, welche Interventionen für diese so jetzt enger umrissene, dieser enger umrissene Personenkreis klappt. Ja, trotzdem, obwohl man das so gemacht hat, hat sich die Qualität dieser Wenn-Dann-Beziehungen nicht wirklich verbessert. Ja, das heißt also, ich kriege einfach die Menschen nicht in den gewünschten Algorithmus rein. Das heißt also, die Anzahl der Variablen wird immer größer. Ja, die Größe der Studienpopulation muss damit immer mehr vermehrt werden, um überhaupt noch genügend Menschen zu bekommen, die im Grunde genommen einen derartigen Algorithmus erlaubt. Und ja, es kommen dann weitere Hilfshypothesen. Also vielleicht muss die Dosis der Intervention erhöht werden. Vielleicht muss die Intervention manualisiert werden. Vielleicht müssen die Intervenierenden noch besser ausgebildet werden. Vielleicht müssen die Assessments noch zuverlässiger erfolgen. Ja, und das heißt, die Probleme der mangelnden Passung werden zu Problemen der Statistik. Die Autoren dieser Kritik, die entwickeln dann so drei kritische Merkmale dieser Art der Interventionsstudien. Also einmal fokussiert man eigentlich immer mehr auf die Dyade zwischen Personen mit Demenz und pflegenden Angehörigen. Und das weitere Umfeld nimmt man nicht in den Blick. Ja, sondern stattdessen hat man so die Idee, dass Angehörige im Grunde genommen zu Art professionellen Pflegenden oder professionellen Ärzten aufprofessionalisiert werden müssen. Damit werden aber Angehörigen letztlich professionelle Merkmale angedienen lassen, die gerade die Merkmale einer familiären Beziehung nicht erfüllen. Und oft sind es aber diese nicht professionellen persönlichen Merkmale, die eine gute Pflegesituation in der Häuslichkeit erzeugt. Das heißt also, dadurch, dass ich quasi die Angehörigen professionalisiere, kriege ich das gerade nicht in den Blick, was eine gute Beziehung ermöglicht. Das ist also die erste Kritik. Das heißt also, wenn ich so eine Wenn-Dann-Beziehung aufbauen möchte, wenn ich im Grunde genommen von den einzelnen Personen abstrahieren möchte und nur noch, ja, ich sag mal, Symptomkomplexe habe, also Messwerte habe, dann abstrahiere ich von individuellen familiären Merkmalen, die eigentlich überhaupt erst dafür sorgen, dass eine häusliche Pflegesituation gelingen kann. Das ist so die erste Kritik. Die zweite Kritik ist, ich muss natürlich, um diese Wenn-Dann-Beziehung zu retten, das Forschungsobjekt möglichst eindeutig und homogen machen. Das heißt also, ich muss ja vergleichbare Gruppen erzeugen. Ne? Ausgeblendet wird dabei, dass es oft gar nicht
die Einheitlichkeit der Gruppe ist, die dazu führt, dass eine Intervention klappt, sondern Umgebungsfaktoren, zum Beispiel welche anderen Personen sind noch mit in der Gruppe. Ist die Intervenierende vielleicht besonders humorvoll? Ist sie vielleicht sehr fantasievoll, sodass deswegen die Ergebnisse in der Kontrollgruppe besser ausfallen als in der Interventionsgruppe? Das heißt also, sowohl von Personen mit Demenz wie auch von Personen, die die Demenzintervention durchführen, wird abstrahiert, ne? Und die Bedeutsamkeit des Personals damit im Grunde genommen ausgeblendet. Die Autoren nennen das die Unterbestimmtheit des Forschungsobjektes oder anders ausgedrückt, die Werte, die man hier durch die Assessments erhält, bilden im Grunde genommen die Wirklichkeit nicht wirklich ab. Unter den Bedingungen dieser methodologischen Vorgaben werden demnach Fakten bezüglich der Wirksamkeit von Interventionen für bestimmte Personen geschaffen, deren Relevanz für die realen Menschen außerordentlich fragwürdig bleibt. Naja, das bleibt natürlich nicht unbemerkt und führt zu weiteren Hilfshypothesen, wie zum Beispiel, waren vielleicht die Intervenierenden nicht engagiert genug oder waren die Gruppen doch nicht ausreichend homogen. Also man hält an der Logik des Algorithmus fest, ja, obwohl man merkt, dass es immer weniger passt. In der Diskussion stellen die Autoren folgende Idee an, dass sie sagen, also diese Vorstellung von konkreten Personen zu abstrahieren über die Krankheitsentität und damit homogene Gruppen zu finden, für die spezifische Interventionen dann hilfreich sind. Es wäre ja mal interessant, wenn man von diesem Algorithmus absieht, sondern wenn man sagt, es gibt eigentlich hier primäre alte Menschen, die in ihrem Leben zunehmend komplexe und zunehmende Schwierigkeiten haben. Und das Vergessen oder die Demenz ist nur eine der Schwierigkeiten. Aber die Demenz ist sozusagen nicht der Faktor, über den ich eine homogene Gruppe hinbekomme, für die eine bestimmte Intervention passt. Sondern tatsächlich habe ich es mit vielen Menschen zu tun, die im Alter in Problemen kommen und die von verschiedenen Interventionen profitieren. Das heißt, egal ob ich Demenz habe oder nicht, Bewegung, Gemeinschaft, Beziehung, Musik, Arbeit, ein sinnvolles Ambiente, in dem ich etwas tun kann, das ist für viele alte Menschen mit vielfältigen Problemen hilfreich. Ja? Also vielleicht sind es ganz andere Fragen, die entscheidend sind, nämlich wie und wo die Menschen mit wem leben, ob sie arm oder reich sind, ob sie einsam sind, welche Persönlichkeit sie aufweisen, welche Interessen sie pflegen. Diese Fragen sind vielleicht viel entscheidender dafür, ob eine bestimmte Intervention hilft oder nicht. Oder ob sie eine Demenz haben oder nicht, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Das heißt, die Frage ist, wäre es nicht hilfreicher in der Interventionsforschung, diesen Algorithmus für bestimmte Menschen, die ein bestimmtes Symptom, einen bestimmten Symptomkomplex aufweisen, passende Interventionen zu finden, davon abzurücken, sondern eher zu schauen, gibt es sowas wie transdiagnostische Merkmale, so nennt man das heute, nicht? Also Merkmale, die Menschen erfüllen, die eigentlich über die verschiedensten Erkrankungen hinweggehen. Also egal, ob du nun eine Demenz hast oder eine Altersdepression hast oder ob du ein paranoides Erleben hast oder ob du zunehmend in eine Angststörung hineingerätst. All diese Menschen weisen eigentlich transdiagnostisch ähnliche Merkmale auf, nämlich, dass sie mit sich und ihrer Umgebung nicht mehr gut klarkommen, dass sie nicht mehr alleine leben können, dass sie zunehmend es brauchen, eine unterstützende Umgebung zu haben, die altersstrukturierend ist. Und für all diese Menschen mit einer sehr heterogenen Krankheitssituation erweisen sich bestimmte Interventionen in gleicher Weise als hilfreich. Das wäre also eine transdiagnostische Fragestellung, von der die Autoren meinen, dass sie der Interventionsforschung sehr gut täte. Ja, persönlich glaube ich, ist an dieser Kritik einiges dran. Also mir persönlich fällt in der Reflexion über viele Jahre des Durchsehens von Interventionsforschungen doch immer wieder auf,
dass es eigentlich ziemlich egal ist, welche Intervention durchgeführt wird, sondern dass es eigentlich andere Merkmale sind, wie zum Beispiel die Person der Pflegenden, die Qualität des Teams, ja, der Kontext der Einrichtung, die Größe der Gruppe, die Fantasiefähigkeit der dort beteiligten Personen, auch mal was auszuprobieren und ungewöhnliche Dinge zu tun, dass diese einen sehr viel größeren Einfluss hat auf die Pflege- und Lebensqualität als eine bestimmte Intervention, die manualisiert in bestimmter Weise durchgeführt wird, um damit bestimmte Ergebnisse darzustellen. Also zusammenfassend, wenn man versucht, nicht pharmakologische oder ökologische oder umweltbezogene Interventionen auf die gleiche Weise darzustellen, wie man das mit Medikamenten tut, dann wird man in diesem Feld keinen Erfolg haben. Und insofern arbeitet sich, das wäre die Kritik dieser Forscher, der ich mich hier auch anschließen würde, arbeitet man sich in diesem Modus der Interventionsforschung einem Feld ab, wo man nicht gewinnen kann. Also diese Art der Forschung wird es nicht belegen können, dass bestimmte homogene Gruppen von Menschen, die bestimmte Merkmale aufweisen, bestimmte Interventionen die richtigen sind und andere Interventionen nicht. Es bleibt ein hochheterogenes Feld, das man auch durch noch so viele Hilfshypothesen nicht in diesen Algorithmus reinkriegen kann. Das finde ich eine legitime Kritik dieser Art von Forschung durch Chatchi und Brown und Judge. Und ich fände es spannend, nicht, wenn Sie sich nochmal die schriftliche Darstellung angucken, die ja vielleicht auch nochmal klarer macht, worum es in dieser Kritik geht, als das jetzt meine Darstellung in diesem Film hat erzeugen können. Ja, vielleicht melden Sie sich mal, wenn Sie das interessiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht dieser Dokumente. Schauen Sie auch mal auf unsere anderen Dinge hin, die wir so auf unserem Blog veröffentlichen. Da finden Sie vielleicht noch die ein oder andere kritische Kommentierung, die Sie interessieren kann. Bis dahin, alles Gute, Christian Müller-Hergel.